Was geht, Facebook? Wir sind heute wieder live. Heute gibt es was richtig Geiles, passend zur Spargelzeit. Wir machen pochiertes Ei, selbstgemachte Sauce Hollandaise, Stangenspargel, Süßkartoffelrösti mit einer Methode, wie ihr sie wahrscheinlich noch nie gesehen habt. Gelingsicher und die werden richtig lecker. Bevor wir anfangen, kommentiert doch mal drunter, wie ihr euren Spargel zubereitet, was euer Lieblingsspargelgerichte sind und markiert eure drei besten Spargelfreunde. Und nächste Woche dürft ihr euch dann von mir vielleicht mit ein bisschen Glück in Ludwigshafen bekochen lassen. Wir fangen mal an. Wir haben den Luxus, wir haben wie immer einen Dampfgarer hier, deswegen kommt der Spargel erstmal in den Dampfgarer. Ungefähr 12 Minuten länger braucht er nicht. In der Zwischenzeit haben wir hier schon mal unsere Butter geschmolzen, für unsere Sauce Hollandaise. Wir machen unsere Sauce Hollandaise natürlich im Stabmixer, so ist sie gelingsicher. Da passiert gar nichts. Unser Wasser fürs pochierte Ei ist einmal aufgekocht. Wenn ihr die jetzt zu Hause macht, müsst ihr einfach darauf achten. Lasst einmal aufkochen, schaltet es aus, weil das Wasser sollte nicht mehr kochen. Das Wasser ist leicht gesalzen und wir haben ein bisschen weißen Essig dran gemacht. Einfach damit sich das Eiweiß besser bindet, um das Eigelb außenrum verschließt und dann sieht das pochierte Ei auch garantiert super aus. Ich würde sagen, wir fangen an mit der Sauce Hollandaise. Für die Sauce Hollandaise machen wir immer so eine Weißweinreduktion. Das heißt, wir kochen unseren, gut, wir haben jetzt Plana Prosecco genommen. Macht es nicht schlechter. Man könnte jetzt ein bisschen Zwiebeln anschwitzen. Man kann es auch ohne Zwiebeln machen. Wir nehmen einfach ein bisschen Weißwein, legen ein bisschen Estragon rein. Ich habe jetzt hier ganz frische Schiso-Kresse genommen. Die hat einen tollen Geschmack. Die legen wir da mit rein. Pfefferkörner und Lorbeerblatt. Und das lassen wir jetzt gerade so eine halbe Minute kochen, lassen es stehen, geben es dann gleich zur Sauce Hollandaise mit dazu in den Mixbehälter. Hier ist unser fantastisches rotierendes Waffeleisen, das ihr gleich bewundern dürft. Das dreht sich beim Zubereiten unserer Waffeln. Unsere Waffeln, jetzt sage ich schon vor lauter Waffeleisen, sage ich Waffeln, unsere Süßkartoffelrösti. Für die Süßkartoffelrösti haben wir jetzt ganz einfach Süßkartoffeln grob geraspelt. Einfach nur salzen. Nicht zu sparsam sein mit dem Salz. Dadurch, dass die glutenfrei sein sollen, nehmen wir Maisstärke und verquirltes Ei. Einfach rein damit. Das mischen wir jetzt einmal durch. Die Konsistenz sollte so, ja, gut feucht sein. Wenn ihr jetzt merkt, wenn ihr jetzt ein Proberösti macht und es nicht ganz knusprig wird oder nicht gut hält, dann macht einfach noch ein bisschen Ei und ein bisschen Mehl dran oder ein bisschen Maisstärke. Aber das sollte jetzt von der Konsistenz her passen. Also wer es nicht glutenfrei mag, kann normales Mehl nehmen. Wir nehmen jetzt extra eine glutenfreie Variante, damit unser Philipp auch mitessen kann nach dem Essen. So, das war's. Das kann jetzt ganz kurz stehen bleiben, so eine Minute oder zwei. Die lassen jetzt natürlich wie ganz normale Kartoffeln auch ein bisschen Wasser. Unser Weißwein kocht jetzt auch schon. Jetzt nehmen wir drei Eier. Für unsere Sauce Hollandaise müssen wir die trennen. Dann können wir jetzt gerade nochmal das. Das ist jetzt natürlich ein bisschen Verschwendung, wenn man das Eiweiß wegschüttet, aber wir haben jetzt keine Zeit, was draus zu zaubern. Natürlich könntet ihr jetzt zu Hause aus dem Eiweiß schön Baiser machen oder es einfach nehmen, um eine luftige Mousse au Chocolat draus zu zaubern, das Eiweiß dann noch unter die Creme zu heben. Also eigentlich sollte man Eiweiß nicht wegschütten, weil es sehr wertvoll ist und sehr nützlich. Eins, zwei und drei. Fertig. So. Drei Eigelb in den Mixbehälter. Jetzt geben wir 2 bis 3 Esslöffel von der Weißweinreduktion in die Hollandaise rein. Chiliflocken für die Würze. Ich nehme jetzt keinen Pfeffer, sondern nur Chiliflocken. Bisschen Zitronensaft.
Und als Emulgator, also dass sich Fett und Wasser verbindet, nehmen wir Senf. Wir nehmen jetzt Estragon-Senf. Das ist eine wunderbare Methode, um die Sauce Hollandaise nochmal zu würzen, nochmal zusätzlichen Geschmack reinzubringen. Ihr könntet jetzt auch so provenzialischen mit mediterranen Senf nehmen. Da ist eurer Fantasie natürlich keine Grenzen gesetzt. Und das mixen wir jetzt einmal durch, geben die heiße Butter mit dazu, lassen die jetzt nochmal aufkochen, damit die richtig schön heiß ist, und fertig ist unsere Sauce Hollandaise. Also wirklich unkompliziert. Jetzt wird es wieder laut. Zuerst müsst ihr das Ei und den Weißwein aufschlagen, bis ihr merkt, es wird schaumig, cremig. Salz haben wir vergessen. Ohne Salz gibt es keine Sauce Hollandaise natürlich. Also wer auf Nummer sicher gehen will, der kann jetzt nochmal den Finger nehmen, die Masse probieren, weil im Endeffekt schmeckt eure Sauce Hollandaise später genauso, wie jetzt das schmeckt, weil jetzt kommt nur noch Butter dazu. Butter hat keinen Eigengeschmack, der das verfälscht. So, und das war's. Butter ist gut heiß. Jetzt bräuchten wir eigentlich noch einen dritten Arm, aber wir kriegen es wohl auch so hin. Wichtig, Stabmixer stehen lassen, mixen. Butter langsam dazugeben. Sobald ihr merkt, es dickt an, könnt ihr ihn auf und ab bewegen, aber nicht früher. Fertig ist die Hollandaise. Schmeckt gut, schön würzig. Jetzt können wir uns unsere Waffeln machen. So, das Waffeleisen ist heiß. Unsere Waffeln brauchen genau 4 Minuten da drin. Jetzt nehmen wir das einfach portionsweise. Also wir können jetzt entweder 2 große Waffeln backen oder 4 kleine. Wir nehmen jetzt die kleinere Variante, da könnten wir jetzt ein Türmchen dann draus bauen zum Beispiel. So. Wunderbar. Einmal zumachen und jetzt kommt der ganze Zauber. Jetzt backt unser Waffeleisen 30 Sekunden ganz normal und danach dreht sich das Waffeleisen. Das ist cool, wenn ihr Waffeln macht, so belgische Waffeln zum Beispiel. Dann verteilt sich der Teig nämlich schöner. Yes. Bei den Rösti müsst ihr ein bisschen drücken, weil der Teig natürlich ein bisschen fester ist als so ein Waffelteig. Und das war's auch schon. Also durchs Waffeleisen sage ich die ganze Zeit Waffeln. Unsere Rösti backen jetzt vor sich hin. Jetzt gehen wir an unser pochiertes Ei. Jeder oder viele Leute, die ich kenne, haben Angst davor, Eier zu pochieren, weil sie sagen, die gelingen nicht, das funktioniert nicht. Ist eigentlich kinderleicht. Ich habe euch im Rezept noch eine ganz garantiert gelingsichere Methode gezeigt, wo ihr das Ei jetzt für 10, 15 Sekunden ins heiße Wasser reinlegt, rausholt, dann bindet sich das Eiweiß und dann schlagt ihr das Ei direkt rein. Die klassische Variante wäre jetzt ganz einfach, das Ei in ein Schälchen zu geben. So. Jetzt lassen wir das Wasser ganz kurz einmal aufkochen, damit wir auch wissen, dass es heiß ist. Perfekt. Und jetzt schalten wir die Temperatur runter. Und das Wichtige beim pochierten Ei ist jetzt einfach hier so einen Wirbel zu machen, so einen Strudel zu machen und das Ei da reinzugeben. Fertig. Und ihr seht, das Eiweiß wickelt sich um das Ei, fängt an sich zu binden durch den
Durch den Essig bindet sich sofort so eine Schutzhülle um das Eigelb und das Ei muss jetzt so 1, 2 Minuten pochieren und dann ist es auch schon fertig. Das können wir jetzt 2, 3 Mal machen, 4-mal, 5-mal, 6-mal, dann haben wir sechs Gäste versorgt und absolut gelingsicher. Also da kann jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Ihr braucht nur noch 1, 2 Minuten warten, bis die Temperatur innen erreicht ist und fertig ist es. Und während wir auf unsere Eier warten, könnt ihr euch nochmal fleißig ans Kommentieren machen. Sagt uns mal, was eure Lieblingsspargelgerichte sind, wie ihr sie zubereitet. Markiert 3 Spargelfreunde und nächste Woche könnt ihr euch mit ein bisschen Glück von mir in Ludwigshafen bekochen lassen. Nächste Woche machen wir Kabeljau, ne? Also machen wir richtig abgefahrenen Kabeljau. Wir pochieren das Filet in Salbeibutter. Das ist so die abgefahrenste Methode, um den Fisch zuzubereiten, dass er schön saftig ist und guten Geschmack bekommt. Also es wäre auf jeden Fall wert, mit dabei zu sein. Da bin ich mal gespannt, was ihr euch einfallen lasst. Jetzt gucken wir mal nach unseren Rösti. Die brauchen noch 1,5 Minuten. Kannst mal gucken hier, der Timer, das ist halt ganz praktisch. Und unser pochiertes Ei ist auch so gut wie ready. Ihr seht, hier schließt sich oben so die Luft ein und es hält das Ei dann über dem Topfboden. Hier zeigen, je nachdem, wie ihr es möchtet. Natürlich mag man es am liebsten wachsweich. So. Das ist unser Schälchen fürs Ei. Das war's. So sieht ein pochiertes, fertig pochiertes Ei aus. Das sieht natürlich auf dem Teller richtig spektakulär aus, wenn ihr es euren Gästen zeigt. Ohne Schale, wachsweich innen drin gekocht. Perfekt. Die Spargel dürften auch schon soweit sein. Schauen wir mal rein. Also so 1,5 Minuten brauchen sie noch ungefähr im Dampfgarer. Yes. So dürfen Rösti aussehen. Schön knusprig, sehen natürlich wunderbar aus. Und jetzt, wenn wir es anrichten, können wir zum Beispiel so ein kleines Spargeltürmchen draus bauen. Und mit der Sauce Hollandaise übergießen. Sieht gleich richtig abgefahren aus auf dem Teller. Heiß, heiß. So, und jetzt kommt der spannende Teil. Wie sieht das Ganze auf dem Teller aus? Oder wie kann man es anrichten? Wir nehmen jetzt einfach mal 2 Spargel. Unsere leckere Sauce Hollandaise. Rösti. Sauce Hollandaise. 2 Spargel in die andere Richtung. Noch ein bisschen Hollandaise, also nichts für Diätfans. Und jetzt als Highlight nochmal ein bisschen Sauce Hollandaise drüber. Ein bisschen. Ich sage extra ein bisschen. Jetzt ganz vorsichtig unser pochiertes Ei. Wunderbar. Und als absolutes Highlight haben wir hier noch eine Art Tomaten-Zwiebel-Pesto. Ähnlich wie die Masse für eine Bruschetta zum Beispiel. Das kann man jetzt oben drauf geben. Und noch mit ein bisschen frischen Kräutern außenrum garnieren. Shiso-Kresse. So, wunderbar. Also wenn ihr jetzt Hunger bekommen habt, das Rezept habt ihr wie immer unten in der Beschreibung, kocht's nach. Denkt an die Spargelgerichte, dann könnt ihr nächste Woche live dabei sein, markiert 3 Spargelfreunde und ich koche live nächste Woche aus Ludwigshafen für euch. Also bleibt dran, kommentiert, teilt, was das Zeug hält und wir sehen uns nächste Woche.